Hallo, wunderschönen guten Tag. So, jetzt gibt es endlich mein erstes Video aus Südafrika. Und ich bin hier jetzt seit ungefähr 4 Tagen. Und es ist ganz anders, es ist total spannend, weil ja, die Menschen leben hier in abgeschlossenen Siedlungen, die weißen Menschen. Und ja, wenn mit ein großes Grundstück, sieht ein bisschen aus wie in Amerika. Es erinnert mich auch ein bisschen an Israel, weil alles so clean und sauber ist. Und ja, es ist abgezäunt, eingezäunt, bewacht alles, weil ja, es ist die leben wie in Reservaten, sehr unverbunden, sehr ohne Gemeinschaft. Ja, nicht wirklich eine Gemeinschaft. Und wenn du dann rausgehst in den Supermärkten oder so, da siehst du auch schwarze Leute, aber so ist es sehr getrennt. Hier sind die Schwarzen wirklich, die machen die Gärten, die machen den Haushalt. Und es ist ganz normal für die Menschen hier. Die wundern sich, dass wir keine Schwarzen haben, die helfen und uns den Haushalt machen. Ja, also es ist sehr, sehr, sehr spannend. Und dann war ich einmal draußen. Also, wir haben hier ein Ritual eröffnet, um mitzuhelfen, den Homo Luminus zu kreieren, den Menschen der neuen Zeit, weil wir sind, hier ist die Wiege der Menschheit. Und ich bin hingefahren zur Cradle of Humankind, zur Wiege der Menschheit. Und es war, ja, die Magie geht einfach weiter, was in England angefangen hat, als ich Deutschland verlassen habe und als ich dann weitergegangen bin. In England alles erfahren, mich mehr kennengelernt habe, mit dem Herzchakra der Erde verbunden, ganz stark. Dann bin ich nach Israel geführt worden, war in Israel und bin da wirklich gepilgert in Israel. Ich bin an der Westküste hochgepilgert, war dann in Migdal oben, hatte Bibelunterricht, habe Bibelübersetzungen gekriegt von meiner lieben Freundin in Israel und 2 Tage. Super Schulung, wahnsinnig interessant. Und dann, ja, dann bin ich hoch nach Migdal auf Mary Magdalenes Spuren. Der linkshändige, wilde Weg der wilden Frauen. Und war dann in Migdal der starken Frauen. Und bin von dort aus runtergepilgert, bin nach Nazareth gekommen, nach Bethlehem, war dann in Jerusalem. Ah, Bethlehem war danach. Und ja, war Weihnachten in Bethlehem, habe den Platz berührt, wo Jesus geboren worden ist. Und ach, das war alles sehr, sehr, sehr magisch. Bin dann weiter nach Ägypten, auch den Weg, den Mary Magdalene gegangen ist, runter zum Sinai, dann runter nach Sharm el-Sheikh, von Sharm el-Sheikh hoch nach Kairo, zu den Pyramiden, wo auch schon ganz viele Initiationen waren, wo es ganz interessant war. Und dann runter nach Luxor und dort hatte ich immer ja, von den Beduinen gelernt, habe von den Beduinen, die haben mir ihre Magie gezeigt, haben mir gezeigt, wie man bestimmte Dinge macht und bin da schon in Kontakt gekommen, bin dann wieder hochgegangen nach Kairo, habe weiter an diesem, ich muss schon mit dem Englisch überlegen, an diesem Female Path, an diesem weiblichen Weg gearbeitet, bin weitergegangen. Bin in Kontakt gegangen mit den Oberen in Ägypten, die arbeiten mit 180.000 Chakren. Die Chakren sind aufgeteilt in 3 Ebenen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ist ja egal, dann erzähle ich es nochmal. Vielleicht hast du es ja vergessen. Die oberen Chakren sind verbunden mit der Göttin Isis. Die mittleren Chakren sind verbunden mit Bastet, der Panthergöttin, der schwarzen, eleganten Katze, der wilden Frau. Und die unteren Chakren sind verbunden mit der Löwenenergie, mit Sekhmet. Und ja, auf jeden Fall war ich dann bei der Cradle of Humankind und ich bin hier mit meinem Freund, den ich in Ägypten kennengelernt habe, mit Sean. Und wir machen zusammen das Ritual und arbeiten zusammen und kreieren Magie. Und ich bin hier auch gerade an seinem Videoplatz, wo er seine Videos aufnimmt. Und sind dann zur Wiege der Menschheit gefahren und da waren lauter schwarze Schulklassen, ganz viele, ja, ganz viele Schwarze. Hier siehst du hauptsächlich weiß und ich dachte, naja,
Südafrika, vielleicht sind da einfach mehr Weiße. Aber nein, hier sind wirklich mehr Schwarze. Und die Schwarzen breiten sich so aus. Deswegen ziehen die Weißen sich immer mehr in diese Reservate zurück, in diese bewachten, bewaffneten Reservate. Und egal, auf jeden Fall Cradle of Humankind. Und dann sind wir reingegangen und oben war so Ausstellung mit Steinzeitmenschen und diese Stammbäume, wie die sich entwickelt haben. Und ich habe, als ich ein Kind war, war mein Lieblingsbuch, war wirklich ein Buch, ein Steinzeitmenschenbuch, wo ich mir das alles angeschaut habe, die Stammbäume, wie die entstanden sind, und habe mir stundenlang die Bilder angeguckt. Wir haben das so oft aus der Bücherei ausgeliehen, das Buch, dass ich das Buch ja irgendwann zu Weihnachten gekriegt habe, und dann hatte ich das Buch. Und dann, ja, hast du all das gehabt, und dann Versteinerungen und die versteinerten Knochen und Schädel und wie sie das gefunden haben und dann rekonstruierte Steinzeitmenschen. Also ganz, ganz, ganz toll. Und dann ist mir auch eingefallen, um diesen Versteinerungen. Ach, das ist mir erst später eingefallen, aber egal. Ich bin da aufgewachsen, wo, oder ich habe meine Ferien dort verbracht. Mein Vater ist da aufgewachsen in Solnhofen in Deutschland, in Bayern, wo der Archäopteryx gefunden worden ist, wo die Solnhofener Platten her sind. Da sind ganz viele Versteinerungen zu finden, versteinerte Muschelchen, Fischchen, Blumen sind versteinert. Und mein Haus in Deutschland hatte am Eingang hatte die Solnhofener Platten. Also ich bin immer in Verbindung gewesen mit dem ganz Alten, mit den Ursprüngen. Ich habe es wirklich geliebt und liebe es immer noch, stelle ich fest. Genau, und dann sind wir da reingegangen und dann hat eine Frau gesagt, ja, ihr habt eine Eintrittskarte, ihr könnt da runterkommen, ihr könnt da runtergehen, da geht's weiter, und da musst du uns reinlassen. Wir sind halt runtergelaufen, die Treppen runtergelaufen, und dann war da wie so in diesen Abenteuerparks, keine Wildwasserrutsche, aber wo du so diese gelben, fetten Boote hast, wo du reinsteigst und dann erst läufst du runter durch die Zeit zurück und aber Millionen und Tausende von Jahren läufst du zurück bis zum Ursprung der Menschheit, wie, nein, bis weiter zurück, bis zum Ursprung der Erde, wie die Erde entstanden worden ist, und läufst immer so runter und hast an der Wand Jahresangaben. Ich meine, Jahresanzahlen sind mir generell egal, aber es ist sehr schön, wenn du da runterläufst, diesen Weg zum Ursprung, und dann ist alles sehr dunkel und dann kommst du eben zu diesem Park, wo die Boote sind, und du fängst an mit der Erde. Zuerst ist die Erde entstanden, dann war das Wasser, steigst du eben in das Boot ein, bist auf dem Wasser und dann wird Eis rekonstruiert. Dann sind wir durchgefahren durch Tunnel, Gefrierschranktunnel, haben die es wirklich rekonstruiert. Da waren Gefrierschränke unten drinnen, fest durch Gefrierschränke durch, die ausschauen wie Höhlen. Und dann als nächstes kam das Feuer und dann fährst du wo durch und da ist Blitz und Donner und Lava und es ist ganz, ah nein, erst war der Wind, nach dem Wasser war die Luft und dann kommt Fettwind von allen Seiten. Und nach der Luft kommt dann das Feuer. Und dann kommt eben die Lava und Feuer am Rand. Und wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch gemacht. Das ist mal rausgekommen. Und dann ist eine Vortex, wo du, also so ein schwarzes Loch, wo du quasi reingehen kannst, so ein Strudel, wo du reingezogen wirst in die Entwicklung, um rauszukommen ins Leben. Und der war ausgeschalten. Und dann haben wir gesagt, naja, Mensch, können wir das später machen? Und ich gesagt, ja, natürlich könnt ihr das später machen, kein Ding. Dauert so eine Viertelstunde. Und dann sind wir hochgegangen, haben Brotzeit gemacht. Und bis wir dann runtergekommen sind, haben wir gesagt, dürfen wir nochmal fahren, dürfen wir nochmal fahren? Und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt schon nochmal fahren. Aber das sind dann ganz viele Kinder unten. Und dann sind wir runtergegangen. Und da waren so viele schwarze Schulkinder, dass ich gesagt habe, oh nee, da musste echt eine Stunde anstehen, bis dann die ganzen Kinder da endlich in das Boot gestiegen sind und durch die Evolution durchgegangen sind. Und dann sind wir doch wieder hochgelaufen und wollten mit dem Aufzug runterfahren. Und dann war in dem Aufzug, kam der Aufzug, die Frau hat uns den Aufzug aufgeschlossen und dann waren da Leute im Aufzug. Der eine hat einen Anker umhängen gehabt und war noch eine. Ja, war noch andere nebendran, und mein Freund hat dann gesagt, oh wow, hey, du hast einen Ank, fantastisch. Und dann hat er angefangen, sich mit uns zu unterhalten und gesagt, hey, wenn euch das gefällt, solltet ihr unbedingt da und dahin gehen. Ich habe leider den Platz vergessen. Ich schätze, es war zu Adam's Calendar. Das ist ein Steinkreis, der ist älter als Stonehenge. Und
ob wir nachher ins Restaurant hochkommen. Und mein Freund hat gesagt, nee, 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 machen wir nicht. Ich sag, natürlich kommen wir nachher ins Restaurant hoch. Und dann sind wir wieder, wollten wir mit dem anderen Aufzug runterfahren und dann sollten wir den Aufzug wechseln und dann waren da noch viel mehr Leute drinnen, alles so ein bisschen schick angezogen. Der eine hatte hier so rote Federn in den Haaren und ja, war ganz spannend. Und waren wir mit denen in den Aufzug, sind dann wieder rausgegangen aus dem Aufzug, weil die gesagt haben, nee, ihr müsst jetzt den anderen Aufzug nehmen, mit dem Aufzug nach unten fahren, sind mit dem Aufzug nach unten gefahren und sind dann durch die Vortex durchgegangen und es ist wie auf der Kirchweih, du hast so einen Weg, wo du durchläufst und dann dreht sich außenrum wie ein Sternenhimmel. Und ich wusste wirklich nicht, dreht sich jetzt der Boden mit oder dreht sich nur das Außenrum? Und war wirklich, oh Gott, du musst mich am Rand festhalten, weil das ganz, also war fantastisch gemacht. Dann läufst du da durch diese Vortex und gehst raus und hast dann nochmal Bilder von der Erde, von der Entstehung der Erde und dann hast du verschiedene DNA-Spiralen von den Menschen und haben uns da noch mit verbunden und wir sind ja in unserem Ritual, um den Homo Luminus mitzuhelfen, mit ins Leben zu rufen, dass wir als diese neuen Menschen rausgehen können in die Welt, dass wir die Zukunft kreieren einfach. Und dann war da auch so ein Film, da setzt du dich hin und es ist wirklich die Art Film, die du als Alien anschauen würdest. Du kennst die Erde noch nicht und dann gehst du runter und lauter kurze Zusammenschnitte von Kraftorten, von Menschen, die Zeremonien machen, die Rituale machen, die von Menschen, die arbeiten, die irgendwas bauen, also querbeet, alles zusammengeschnitten, eine Werbung zwischendrin. Und voll ein Download quasi, wie die aktuelle Menschheit läuft, wie das aktuell auf der Erde aussieht. Ganz, ganz, ganz spannend. Und danach sind wir rausgegangen. Und dann gehst du raus. Und dann sind wir noch in so Höhlen durchgegangen, die nachgebildet worden sind, wo sie eben die Abdrücke, die Handabdrücke gefunden haben. Oh, und unten waren noch Handabdrücke von Nelson Mandela, von einem chinesischen Präsidenten, wo ich den Namen vergessen habe, von Wladimir Putin, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand, und von ein paar aktuellen Präsidenten von Südafrika. Und wir haben natürlich die Hände ausprobiert und die Hände rein und verbunden mit der Energie, verbunden mit den Menschen. War auch spannend, sich mit Wladimir Putin zu verbinden und Licht und Liebe rüber zu schicken über die Handabdrücke und einfach diese bedingungslose Liebe zu all diesen Menschen zu senden, in Austausch zu gehen, zu berühren. Das war wirklich spannend. Und dann sind wir hochgegangen, raus, in das Restaurant hoch. Dann saß auch der Mann mit dem Ankh da, mit einer Sekretärin und haben uns unterhalten. War total nett, was wir machen. Und dann haben die erzählt, Mensch, schade mit eurem Ritual, denn gerade eben haben sie auch ein Ritual gemacht und zwar der erste schwarze König von Afrika, der durfte seine Fußabdrücke in Ton pressen, damit die auch in dem Museum ausgestellt werden. Neben den anderen Händen hat er seine Fußabdrücke hinterlassen. Und dann war das im Aufzug, war der König und seine Familie. Und der Prinz war dann noch oben, das war der mit den vier Federn im Haar, mit den vier roten Federn. Und ich habe auch gesagt, Mensch, so ein kluger, spannender, interessanter Mensch. Und der ist gar nicht mit dem König verwandt. Die haben einfach nur dasselbe Totemtier, den Elefanten. Und dann später hat der Mann mit dem Ankh, ich habe leider den Namen vergessen, gefragt, Mensch, er möchte noch unsere Telefonnummern haben, hat zu der Dame mit Computer gesagt, sie möchte doch bitte unsere Telefonnummern notieren. Und dann haben wir unsere Namen auf die Liste eingetragen. Mein Name zuerst natürlich. Und es ist so, erinnert ihr euch vielleicht an Dumbledore, als Harry Potter den Club gründet zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, Dumbledores Armee. Und als ich meinen Namen da drauf geschrieben habe, auf den Zettel unter die Telefonnummer vom König, der Königin, dem Prinzen und Prinzessin, waren ein paar Namen drauf und drunter mein Name. War so ein bisschen das Gefühl, als trägt man sich in die Liste ein, Team God oder Gottes Armee, wie Dumbledores Armee, hast du hier Gottes Armee.
Es war wirklich spannend, sich da einzutragen. Und ich denke mal, die schmeißen den Zettel auch nicht weg, nachdem die Telefonnummer von dem König oben drüber ist. Wollten die wirklich unsere Telefonnummer, wollten die wirklich meine Telefonnummer haben? Und dann kam ein Mann raus, so ein bisschen so ein Crocodile Dundee-Typ, älter, nicht so prickelnd aussehen, spannender Typ. Und haben uns auch unterhalten und hat sich herausgestellt, er ist der Schöpfer dieses Platzes. Er hat die Cradle of Humankind, hat die Wiege der Menschheit, diesen Ort gegründet. Wir haben uns quasi mit dem Schöpfer unterhalten und wir sind mit dem Uber hingefahren. Uber ist sowas wie Taxi, was du online bestellst, ist aber viel billiger. Und ja, dann haben schon die Leute gesagt, oh Mensch, ob ihr wieder zurückkommt, lasst doch lieber euer Uber warten. Und ich habe gesagt, ach nee, das Uber soll wegfahren, das Uber muss nicht warten. Natürlich kommen wir zurück, wir finden einen fantastischen Weg zurück. Und dann hat der Typ eben gesagt, Mensch, dieser Platz ist noch ganz toll. Anthony war der Name. Wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, kann ich euch mitnehmen und kann euch da rauslassen. Wir so, ja klar, natürlich, nimm uns mit, lass uns da raus. Und dann sind wir auf dem Weg zurück zum Parkplatz, hat er uns seinen Weg gezeigt, den für den Garten, den er angelegt hat, und mit Steinen und ganz tollen Pflanzen. Und der Schöpfer ist ein, macht Vogelbeobachtungen. Und es war ganz spannend zu sehen, den Weg, den er gebildet hat. Dann hat er gesagt, ja, er ist den Weg lange nicht mehr gegangen, ist den Weg seit so vielen Jahren nicht mehr gegangen. Aber er freut sich jetzt, den Weg mit uns zu gehen. Und hat uns dann gezeigt, was er so gemacht hat. Und dann sind wir mit seinem Auto mitgefahren, ein kleiner Jeep, wo ich hinten drinnen saß, erstmal die ganzen alten Plastikflaschen. Also so ein Wissenschaftlerauto, wirklich so ein, ja. Und Plastikflaschen auf die Seite, Plastik gemacht, dass ich mich hinten reinquetschen konnte in den Jeep. Und dann sind wir zu dem anderen Platz hingefahren. Da hat er noch ein paar Leute angerufen. Und es ist wirklich wie ein Paradiesgarten. Du kommst da rein, läufst durch Torbögen. Also es ist gemacht, ein gemachter Platz mit Kunst zwischendrinnen. Ich habe in meinen Statusbildern und in meiner in meiner Telegram-Gruppe habe ich Bilder geteilt mit Sprüchen, mit Ausschnitten, wie ich das erlebe, weil das alles wirklich so, so, so magisch war. Dann hat er uns ins Paradies mitgenommen und da hast du Statuen von Menschen und eine Zelle nachgebaut, wo Nelson Mandela drinnen saß. Und ich nenne ihn einfach Gott, Anthony. Hat immer wieder gesungen und dann war eine Spirale aus Kunst, wo wir reinlaufen konnten, wo wir in die Mitte der Spirale gehen konnten und ein nachgebildetes Schachspiel. Und dann hat er auch gesagt, ja, also das ist sein Lieblingsspiel. Darum weiß er genau, dass das eben 16 Männchen sind außenrum in dem Kreis. Und ja, also es war wirklich spannend, da mit ihm durch den Park zu gehen. Und dann hat er uns noch mit rausgenommen. Und sind wir noch hingefahren und am Rand hast du dann so das gesehen, das schwarze Leben. Da waren die ganzen schwarzen Menschen ganz einfach und tolle Märkte mit nur schwarzen Menschen. Und ich wäre gerne ausgestiegen und hätte mir das gerne angeguckt, weil ich erinnere mich, als ich ein Kind war und als wir in Kenia waren, waren wir auf solchen Märkten mit nur schwarzen Menschen. Und es war fantastisch, es war spannend, weil du da einfach, ja, das ist das Leben und nicht in diesen Reservaten hier. Und hat er uns mitgenommen auf ein Bier in ein Hotel Blueberry Hill, wo du einen fantastischen Ausblick hattest. Und dann hab ich einen Kaffee getrunken und sie haben Kaffee mit. Also sie hatten keine Hafermilch, aber sie hatten Mandelmilch. Also hatte ich meinen Kaffee mit Mandelmilch und habe Bier getrunken. Und ja, und die Schwarzen, ja, sind. Es ist schön, mit denen in Kontakt zu sein. Die sind wirklich ganz anders. Und dann kann ich gar nicht mehr erzählen. Dann sind wir daheim gefahren und sind dann noch mit der Familie spazieren gegangen abends. Und war wirklich schön. Und ich wäre hier wunderbar verköstigt. Also wir sind hier bei der Familie von Jean. Und der Stiefpapa kocht. Und ja, also der kocht dann Essen. Da muss ich wirklich Obacht geben, dass ich meinen Yoga mache und meinen Sport mache, wenn ich so viel esse. Und fantastische Törtchen und Kuchen und Kram haben die alle.
Ich habe schon gesehen, wir haben schon wieder was hingestellt gekriegt. Also ich bin sehr gespannt, was sie uns hingestellt haben zum Essen. Das ist immer fantastisch alles. Und dann, ja, gestern sind wir in der Früh, also du kommst hier wenig raus und das Uber ist auch jetzt nicht so super günstig und du kommst schon, musst schon ein Uber buchen, um hinzukommen, wo du was einkaufen gehen kannst. Dann sind wir in den Second-Hand-Laden gegangen. Da habe ich das nette Tuch hier gekauft und habe mir mein hübsches T-Shirt gekauft. Also, das ist so zum Binden, weil ich wollte was Gelbes haben, was ich dann für Afrika was habe. Und für Afrika, für Australien, für das Solarplexus-Chakra. Und dann habe ich noch diesen wunderschönen Rock gekauft und noch viel besser. Ich habe Schuhe gefunden. Ich hatte doch meine sprechenden Schuhe, wie von Harry Potter, der sprechende Hut, hatte ich meine sprechenden Schuhe. Die habe ich in England in einem Second-Hand-Laden gekauft. Und jetzt habe ich meine, ich weiß, sie haben noch keinen Namen. Also momentan sind es einfach Jesus Shoes. Das sind einfach Jesus Schuhe. Ich zeige es euch mal, weil ich habe es schon angemalt. Generell waren sie sehr, sehr, sehr langweilig und sehr. Ja, aber das sind Schuhe, die dürfen wieder leben. Das sind lebendige Schuhe und ich mag gebrauchte Schuhe. Ich zeige es euch mal. Guckt, hier habe ich natürlich das Ankh vorne hingemalt und den Heiligen Geist und noch ein paar Zeichen, die mir viel bedeuten. Und wenn ihr Ideen habt, was noch auf meine Schuhe darf, also hier oben sind noch Runen und Mary Magdalene Zeichen und ja, Auge des Ra, Auge des Horus und dann ein bisschen Magie auf die Schuhe draufpacken. Und dann waren wir in der Früh, bevor wir zu dem Second-Hand-Laden, nee, nachdem wir bei dem Second-Hand-Laden waren, sind wir irgendwo essen gegangen, so am Rand, wo einfach nur Schwarze essen. Und dann habe ich hier mein selbstgemachtes Escapulario-Armband mit dem Jesus drauf. Und dann kommt einfach irgendein Mann, kommt zu mir her und sagt, ja, schaut so auf mein Armbändchen, zeigt auf mein Armbändchen und sagt, ja, du solltest Tigerauge tragen, um dich zu beschützen. Ja, okay, dann schaue ich mal, ob ich ein Tigerauge irgendwo auftreiben kann. Und ja, und dann sind wir noch durch die Shopping Mall gelaufen. Ja, Mai, bis auf die Kunst, die dort ausgestellt ist, war das wie bei uns ein bisschen und sehr, ja, nee, jetzt nicht Läden, die mich anlachen, wo ich reingucken wollte. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken, sind zurückgegangen und abends sind wir nochmal spazieren gegangen und dann war auf dem Weg eine heulende alte schwarze Frau. Und ich bin kein so guter Mensch. Und nein, ich habe die Energie von der Frau gefühlt. Ich wäre einfach weitergelaufen. Ich wäre wirklich einfach weitergelaufen. Aber mein Schauner hat angehalten bei der Frau, hat angefangen mit der Frau zu sprechen. Natürlich wollte die Frau Geld und hat geheult und alles ist ganz schlimm. Und sie ist rausgeflogen, hat kein Haus mehr und kommt nicht zu ihren 28 Kindern, die sie retten muss. Und ach, und überhaupt, und ich hatte so eine unangenehme, dunkeldüstere Voodoo-Energie, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Aber er hat sie da tatsächlich mitgenommen zum Grundstück und ich habe auch gesagt, lass die Frau draußen stehen, auf keinen Fall mit reinbringen. Und die Mama war auch nicht so begeistert, die hat das Gleiche empfunden wie ich. Aber die ist so eine Göttin und so ein herzensguter Mensch. Die hat dann wirklich, die haben dann zusammen, haben sie dann die Frau. Erst haben sie noch diskutiert, was sie denn mit der Frau anstellen wollen. Und der Hund konnte die Frau auch nicht leiden. Und dann haben wir das Tor einmal kurz aufgemacht und dann ist der Hund raus und hat die Frau angekläfft und die Frau, wie so ein böser Dämon, ist zurückgeschreckt vor dem Hund. Und ja, und der Hund hat sie auch angebellt und ein großer Hund. Und dann, während Sean mit seiner Mama gesprochen hat, hat die alte Hexe hat Zeichen zu dem Hund gemacht, irgendwas mit den Fingern. Und dann ist der Hund ruhig geworden und hat sich hingesetzt. Und gesagt, ach du Scheiße, was für eine alte Hexe. Und ich hatte mir am Anfang wollte ich erst nicht nochmal mit vorgehen zum Tor, sondern war erst noch ein bisschen im Schatten gestanden, dass sie meinen Schatten auch nicht sehen kann, weil ich wollte nicht, dass sie mich sieht. Und dann bin ich rausgegangen und habe fetten Schutz gemacht, fett ausgebreitet, habe mein Team und noch ein paar Engel mitgebeten, dass sie den Raum schützen. Und ja, ich bin hier geblieben, solange die anderen die Frau weggebracht haben. Und es war auch wirklich eine ganz, ganz seltsame Energie.
als die wieder zurückkamen und war natürlich den ganzen Abend Gesprächsthema, wer war die Frau, was sollte das sagen, was ist das im großen Bild? Und spannend, wirklich spannend. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also das Ritual wächst. Wir haben einen heiligen Platz gemacht und viele Dinge mit integriert, viel keltisch, viel von zu Hause, viel von allen Plätzen, allen Orten, dass einfach alles zusammengeführt wird und dann in der Wiege der Menschheit. Und ich bin dann auch gespannt, nächste Woche gehen wir zu Adams Calendar, zu diesem alten Steinkreis eben. Ja, ich bin gespannt, wie lange das Ritual laufen wird, wie das Ritual weitergeht, wie das Ritual enden wird. Und ja, vielleicht ist Tigerauge zum Schutz eine gute Idee. Und ich habe auch hier meine Kette angezogen, die habe ich nämlich gehabt, mit dem Schutz vor dem bösen Blick. Da habe ich habe ja ganz viele Ketten von meinen Ketten, die ich selber gemacht habe, habe ich viele mitgenommen aus von meinen Eltern, weil die waren alle da. Das ist alles da. Und jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viel Schmuck, habe schon ganz viel verschenkt. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht was, das ist besser für den, dann schenke ich das immer weiter. Und ich bin ganz froh, dass ich die Kette dabei hatte. Also es hat alles seinen Sinn. Und heute früh ist, weil ich ja auch ganz viele Armbändchen habe, natürlich habe ich ein Armbändchen, das Armbändchen hier ist rausgefallen. Und dann waren wir heute früh auch Kaffee trinken, außerhalb von dem, sag mal, am Rande des Reservoirs. Und ja, hier ist ein Tigerauge-Steinchen mit drinnen. Und heute schauen wir irgendwo hin, wo wir nach Kristallen gucken können, nach Steinen gucken. Vielleicht finde ich ja noch was anderes mit Tigerauge. Also ganz spannende Zeit. Und ja, so viel zu heute. Ich will euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Und ihr könnt mich anschreiben für meine Telegram-Gruppe oder auf mein Facebook-Profil schauen, oh, oder mir eine WhatsApp schreiben. Bitte nicht anrufen. Anrufen ist gar nicht gut, weil ich kann hier nicht telefonieren, weil anderes Land, Telefonnummer geht nicht, kostet viel Geld. Drum mache ich das nicht. Ja, gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, viel, viel, viel Sonnenschein aus Südafrika. Ganz liebe Grüße und viel Segen, viel Liebe. Tschüss, wunderschönen Tag. Muah.